Das hier bin ich, wie ich meine größte Ameisenkolonie von invasiven Großkopfameisen aus ihrem Nest ausgrabe. Die Ameisen sind wenig begeistert und ich noch weniger. Das, was ich hier gefilmt habe, war die wildeste Aktion, die ich nie wiederholen möchte. Und ich habe einige Fehler gemacht. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich in diese missliche Lage gekommen bin und was mit den Ameisen passiert oder ob sie überhaupt überlebt haben. Nun, dafür müssen wir von vorne anfangen. Vor ein paar Wochen habe ich einen Blick in meine Phaidolen-Megacephala-Kolonie geworfen, um mir einen Überblick zu verschaffen, wie es ihnen geht. Ich habe direkt das typische Gewusel gesehen, welches man von ihr kennt, und es waren einige Soldaten mit ihren markanten großen Köpfen zu sehen. Auch bei der Schabe, die ich angeboten habe, trieben sich einige Ameisen drum, um das Futter für die Kolonie zu sichern. Ein paar Ameisen erkundeten das Becken und es schien alles recht friedlich. Wie ihr seht, habe ich einen Teil des Beckens mit hellem Bodengrund bestreut, sodass man die dunklen Ameisen im Kontrast zu dem Boden besser sehen kann. Auffällig ist auch, dass man so ganz gut sehen kann, wie sie den Bodengrund aufgetürmt haben und wie dick die Schicht des Bodens eigentlich ist. Dazu gehört auch ein massiver Haufen, welche die Ameisen eigenständig in der Mitte des Beckens aufgehäuft haben. Im Vergleich zur Größe der Ameisen ist es eine wirklich beeindruckende Höhe und vollkommen mit Tunneln versehen. Auch die Dickfixplatte ist mit Tunneln versehen. Aus dieser sind die Ameisen allerdings ausgezogen, als die Platte zu trocken wurde. Doch, Moment. Was habe ich da im Nest gesehen? Das kann doch nicht sein, oder? Doch, ich denke schon. Schimmel. Das ganze Nest ist von Schimmel durchzogen. Vor allem die erste Etage, dort wo das Nest befeuchtet wird. Auch unten, wo die Ameisen regelmäßig ihr Futter ins Nest ziehen, hat sie ein großer Haufen an Abfällen gesammelt und die Asseln und Springschwänze, welche wir in das Nest gegeben haben, sind wohl nicht mit dem fertig geworden und wurden wahrscheinlich von den Ameisen selbst als Futter verzehrt. Das ist gar nicht gut. Das ist sogar schlimmer als gar nicht gut. Das ist schlecht. Schlecht für die Ameisen, schlecht für alle Helferinnen und Helfer im Becken und ultimativ natürlich auch schlecht für uns, da wir uns hier um die Tiere kümmern. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Das, was die Ameisen jetzt brauchen, sind Gummibärchen. Moment. Was? Kleiner Scherz. Diese habe ich zu meinem Einkauf beim Antstore bekommen, wo ich dieses spannende Nest hier erworben habe. Es hat vorgefertigte Kammern aus Acryl und hat eine durchsichtige Acrylglasabdeckung. Genug Platz für eine heranwachsende Kolonie und in der Mitte passend platziert befinden sich zwei Gipseinsätze, welche sich von außen befeuchten lassen, um das Nest passend mit der richtigen Feuchtigkeit zu versorgen. In der Mitte platziert, sodass sich die Ameisen aussuchen können, wie nah sie an die befeuchteten Bereiche ran wollen. Das Ganze lässt sich leicht über kleine Näpfe befeuchten, von denen aus durch ein Stück Schnur die Feuchtigkeit in den Gips gezogen wird, sodass man ein kleines Reservoir hat. Passend an der Seite befinden sich zwei kleine Anschlüsse, welche für die kleinen Phaidolen-Megacephala geeignet sind. Und abgerundet wird das Ganze durch eine rote Abdeckung, welche uns erlaubt, die Ameisen ungestört zu beobachten. Es wird nämlich weitgehend davon ausgegangen, dass ein Großteil von Ameisen kein rotes Licht sehen können. Entsprechend wirkt es auf die Ameisen, als wäre es Nacht, wenn wir sie tatsächlich aber trotzdem gut beobachten können. Und es erlaubt uns auch ein paar Versuche, bei denen wir gucken können, ob die Rotlichtblindheit auch hier zutrifft. Man könnte zum Beispiel einen Teil mit grüner Abdeckung abdecken und gucken, welchen Teil die Ameisen bevorzugen. Viele spannende Möglichkeiten tun sich auf. Jetzt müssen wir aber nur schaffen, die Ameisen in dieses Nest zu bekommen. Und das sollte gar nicht so leicht sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich genehmigte mir eine kleine Stärkung und dachte über die Sache nach. Am besten, ich fange mit der Dickfixplatte an. Dort unten halten sich nur ein paar Ameisen auf, aber die sind relativ schwer zu erreichen. Also habe ich das erste Mal in Ewigkeiten die Platte komplett herausgenommen, zusammen mit den noch in ihr lebenden Ameisen, welche ihr hier ganz klar sehen könnt. Dies war auch das erste Mal, dass ich wirklich sehen konnte, was die Ameisen am Boden der Platte ausgegraben haben. Und ich war fasziniert, wie fleißig diese waren. Die Idee war jetzt, das kleine Becken, welches wir noch von früheren Versuchen haben, umzubauen und eine Art Isolation einzurichten. Dort können die Ameisen nach und nach das Nest verlassen und ich kann sie einzeln einsammeln. Es sind zum Glück nicht viele und dieser Vorgang sollte für die Ameisen stressfrei sein. Also kann ich sie beiseite stellen und begutachten, was wir freigelegt haben. Es war faszinierend zu sehen, wie ein Graben quer durch den Boden führte. Kleine Gänge und Tunnel waren überall zu sehen.
welche in den großen Hügel hineinragten. Es hatte irgendwie etwas von einer dystopischen Welt, in dem gigantische Wesen einen Graben gezogen haben. Was ich nicht wusste, ist, dass wir davon später noch mehr sehen würden. Aber erstmal zurück zu dem neuen Nest. Ich tauschte für die richtige Belüftung das Ende mit einem Gitter aus und befüllte die Schalen mit Wasser, damit sich der Gips anfangen kann, vollzusaugen. Was etwas schwieriger werden würde, ist die Verbindung zum Becken. Zum Glück habe ich mir einen kleinen Beckenverbinder bestellt, der sich flexibel auf die Schlauchgröße anpassen lässt. Nur die Öffnung des Beckens zu öffnen, ist ein wenig knifflig. Diese wurde seit mehr als einem Jahr nicht geöffnet und ich hatte keine Lust, dass die Ameisen auf einmal schwärmen und entkommen. Schnell öffnete ich die Seite und befestigte den Schlauch. Nicht ohne mich dabei mit Talkum einzukleiden, aber das ist halb so schlimm. Das Nest war auch schnell angekoppelt und ich war zufrieden mit der Stärke der Verbindung. Jetzt noch die rote Abdeckung auf das Nest und abwarten, dass die Ameisen einziehen. Eine kleine Stärkung später und ich hatte gerade mein Zeitraffer-Setup aufgebaut, da sah ich bereits die ersten Ameisen das neue Nest erkunden und sogar direkt mehrere gleichzeitig. Gespannt saß ich neben dem Nest und beobachtete jede Ameise genau. Die Ameisen waren erst vorsichtig und erkundeten alles akribisch. Jedes Mal, wenn eine Arbeiterin zurück ins Becken gelangt, bringt sie etwas mehr Informationen über das neue Nest mit. Alles hängt jetzt von diesen Arbeiterinnen ab. Sie entscheiden darüber, ob das Nest abgelehnt wird oder ob die Ameisen einziehen wollen. Gegenüber dem verschimmelten Nest sollte das hier eigentlich eine leichte Entscheidung sein, aber die Ameisen sind immer für eine Überraschung gut und es gibt auch sehr nesttreue Ameisen, die nur schwer ausziehen. Ich überließ die Ameisen sich selbst und vertraute darauf, dass sie bald einziehen werden. Der erste Tag verging und es gab nichts. Naja, okay, kein Thema. Dann einfach einen Tag warten und nichts. Ja, okay, gut. Aber alle guten Dinge sind drei, also Zeitraffer an und wieder nichts. Langsam wurde ich etwas misstrauisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Schimmel im ursprünglichen Nest war weiterhin vorhanden, aber es waren im Gegensatz zu früher weitaus weniger Ameisen am Futter. Auch in der Ecke auf dem Friedhof der Ameisen fanden sich weiterhin verstorbene Ameisen, aber es fanden sich schon länger keine Ameisen mehr im Becken. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Es sind zu wenige Ameisen unterwegs dafür, dass das hier meine größte Ameisenkolonie sein soll. Ich sah immer wieder hier und dort Ameisen, aber allgemein war die Lage eher etwas bedrückend. Ich entschied mich dazu, etwas im Becken aufzuräumen. Erst die Reste an Futter, welche sich angesammelt haben. Stück für Stück. Um zu gucken, ob die weißen Asseln und die Springschwänze, welche wir hinzugefügt haben, eventuell doch noch überlebt haben. Aber auch diese schienen verschwunden. Es wirkte teilweise recht wie eine Geisterstadt, obwohl hier mal Tausende von Ameisen gelebt haben. Dann wurde es mir etwas zu suspekt. Ich entschied mich dazu, den Ameisen mehr Anreiz zu geben und sie in ihren Tunneln zu stören. Schließlich war der ganze Boden mit Tunneln versehen, wo sie die Ameisen aufhalten können. Ganz vorsichtig, Löffel für Löffel, entfernte ich den Bodengrund, sorgfältig darauf bedacht, keine Ameise zu verletzen. Ich würde die Ameisen schon finden. Nur wo, ist die Frage. Ich beförderte ein paar lange vergessene Reste von Fütterung zutage, aber wo die Ameisen blieben, war weiterhin ein Rätsel. Ich erkannte die Tunnel überall, aus denen ich die Ameisen schon so oft habe krabbeln sehen, aber sie waren wie ausgestorben. Manche Ameisen waren sichtlich irritiert davon, wie ich am Graben war, aber der große Ansturm aus den Tunneln blieb seltsamerweise aus. Irgendwas ist hier komplett faul. Als ich die Hälfte des Beckens bereits ausgehoben habe, hatte ich langsam ein ungutes Gefühl. Aber wir hatten ja noch den großen Hügel vor uns, der quasi von Ameisen nur so wimmeln muss. Entsprechend war ich irritiert, aber gute Hoffnung. Ein paar tausend Ameisen können ja nicht einfach verschwinden. Ich wagte mich an den Nesteingang und war besonders vorsichtig. Schließlich musste das quasi eine Ameisenautobahn sein. Aber auch dort war nichts. Um ein wenig Klarschiff zu machen, holte ich mein Lieblingstool, den Organspendeausweis, heraus. Meldet euch übrigens an, um einen anzufordern. Es ist eine gute Sache, Link dazu in der Beschreibung, und eignet sich nicht nur zum Ameisenbecken reinigen. Und ich reinigte mit dem Organspendeausweis die erste Hälfte genauer
sodass sich keine Ameisen verstecken konnten. Wenn hier Ameisen sind, dann werden wir diese so auf jeden Fall sehen. Wenn hier Ameisen sind, dann werden wir sie finden. Stück für Stück wagte ich mich vor an den Rand des Ameisenhügels. Jetzt kam es darauf an, besonders vorsichtig zu sein. Schließlich mussten die Ameisen hier sein. Als ich an dem Holzstück zog, bildeten sich direkt starke Risse im Boden und ich hatte Angst, die Ameisen zu begraben. Ich begutachtete die Situation von mehreren Seiten, um zu planen, wie ich weiter vorgehen soll. Schlussendlich wagte ich es, das Holzstück direkt zu entfernen und gab so das erste Mal seit über einem Jahr die Sicht auf die Unterseite des Holzes frei. Es war eindeutig von den Ameisen ausgehöhlt und bewohnt worden. Aber wo zum Geier sind die Ameisen? Das hier war quasi der Ort, wo ich hunderte, wenn nicht sogar tausende Ameisen vermutet hätte. Es kann doch nicht sein. Wo sind die Ameisen hin? Jetzt geriet ich langsam richtig in Panik. Waren die Ameisen eventuell ausgebrochen, ohne dass ich es bemerkt habe? Das ist unwahrscheinlich, da so ein Auszug auch eine ganze Weile dauert, aber ich bin auch manchmal mehrere Tage nicht da. Oder hat etwas die Ameisen gefressen, ohne dass ich es gesehen habe? Hat sich ein Monster in unser Becken geschlichen, welches in den Gängen der Ameisen gewütet hat, ohne dass ich es gesehen habe? Mir gingen unzählige Gedanken durch den Kopf und keiner schien klar und vernünftig. Es half aber nichts. Ich musste weiterschauen, wo die Ameisen sich verstecken könnten. Als ich auch den Rest ausgehoben habe, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Man konnte ganz klar erkennen, wo die Ameisen ihr Tunnel gegraben haben, aber es fühlte sich eher an wie die Ruinen einer alten Zivilisation, bei der kein Hinweis auf das Verschwinden der Bewohner vorhanden ist. Das Einzige, was mich ruhig stimmte, waren die gelegentlichen Ameisen, die aus dem Hauptnest krabbelten und sich zeigten. Ich wusste, hier sind Ameisen drin. Aber wie viele und wie es ihnen geht, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Alles, was ich weiß, ist, er sieht nicht gut aus und ich habe einige Sachen ganz, ganz falsch eingeschätzt. Auch unter dem Hauptnest war nichts. Und auch wenn es faszinierend ist zu sehen, was uns sonst verborgen bleibt, muss ich mich dennoch konzentrieren. Es bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ich muss mir das Hauptnest ansehen und wissen, was Sache ist. Ich muss wissen, wo tausende Ameisen hin sind. Und ich muss wissen, wie ich die restlichen Ameisen unterstützen kann. Denn irgendetwas stimmt hier nicht. Ganz, ganz vorsichtig begann ich die erste Etage des Nestes Stück für Stück freizulegen. Dies ist die Etage mit dem stärksten Schimmelbefall. Ich erwartete also nicht zu viel von der Etage, außer eventuell ein paar verstorbene Ameisen. Aber auch bei weiterem Durchsehen der Etage fand ich einfach nichts, was einem klassischen Nest ähnelt. Stück für Stück legte ich frei, was einst das Heim einer blühenden, gesunden Kolonie war. Aber außer ein paar einzelnen Ameisen fand sich nichts. Da ergriff mich die Panik. Wenn ich die Ameisen nicht sanft finden kann, dann würde etwas Schütteln ja wohl helfen, um diese in Panik zu versetzen, sodass sie sich zeigen würden, oder? Aber auch das bewirkte nur wenig bis gar nichts. Das kann doch nicht sein. Irgendwo müssen doch wenigstens die Ameisen, die ich regulär sah, sich aufhalten und ein mehr oder weniger eingerichtetes Zuhause haben. Vor dem dunklen Hintergrund war es auch schwer zu erkennen und eventuell sind sie einfach nicht zu sehen. Entsprechend schaute ich immer wieder genau in jede Etage, um eventuell etwas zu entdecken, was ich übersehen habe. Und auf einmal, plötzlich, sah ich sie. Ich sah eine Gruppe von Ameisen, welche in ungewöhnlich großer Anzahl zusammensaß und was den Anschein hatte, dass es sich um den Kern der Kolonie handelt. Na, Halleluja! Sichtlich gestört von meiner Suchaktion, gerieten die Ameisen auch nun doch in Panik und fingen an, in alle Richtungen zu schwärmen. Dafür, dass das hier vorher noch eine Geisterstadt war, waren sie jetzt auf einmal erstaunlich viele. Nicht so viele wie früher, aber immerhin wusste ich, dass diese Kolonie nicht tot ist. Oder so hat es wenigstens den Anschein, denn eine Königin hatte ich noch nicht gesehen. Ich durchsuchte alle von mir aus dem Nest entfernte Stücke nach Ameisen und vor allem Königin, sodass ich der Kolonie nicht noch extra Schaden zufüge oder sie auch noch selbst zum Scheitern verurteile. Ich hatte die Ameisen gefunden, aber seht euch an, zu welchem Preis. Das Becken
ist leer und 99% der Kolonie sind verschwunden. Eine absolute Katastrophe und ich war am Boden zerstört. Wie konnte es dazu kommen? Jetzt gab es nur noch einen Ausweg. Die Rettung und Flucht ins neue Nest. Schweren Herzens kippte ich das Nest mit den verbliebenen Ameisen und sah zu, wie Stück für Stück der Inhalt in das Becken entleert wurde. Jedes Mal Schütteln am Nest brach mir das Herz. Dies war nicht das, was ich für die Ameisen wollte und auch nichts, was sie verdient hatten. Aber in meiner verblendeten Panik sah ich keinen anderen Weg. Den letzten Teil der Kolonie bekam ich gar nicht heraus und musste extra stark nachhelfen. Ich sah, wie sich die Ameisen in alle Richtungen verteilen wollten, aber nur nicht in das Becken. Die Situation wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich musste nachhelfen und war darauf bedacht, das Ganze so schnell, aber auch so vorsichtig wie möglich durchzuziehen. Alles, was ich in meiner Panik dachte, war, die Ameisen ins neue Nest. Die Ameisen ins neue Nest. Und entsprechend handelte ich. Entsprechend war meine Handlung nicht sonderlich durchdacht, sondern von Emotionen geleitet. Ich fegte die im Nest verbliebenen Ameisen mit einem Pinsel aus dem alten Nest und nicht wenige fand ich in den Pinselborsten verbissen wieder. Irgendwie beeindruckend, wie diese kleinen Kreaturen auch einem so großen, augenscheinlichen Feind furchtlos gegenübertreten. Ich begutachtete das, was sich nun im Becken abspielte und kontrollierte den Bodengrund auf Hinweise, was passiert sein könnte und nach Anzeichen auf eine oder mehrere Königin. Und endlich fand ich eine, komplett in Panik und auf der Flucht vor allem, aber dort war eine Königin. Die Kolonie war also nicht komplett verloren. Vorausgesetzt, sie ist befruchtet, dann hat die Kolonie noch eine Chance. Mir fiel ein Stein vom Herzen mit dem Wissen, dass es doch noch Hoffnung gab. Ein willkommenes Gefühl, wenn man betrachtet, dass wir hier gerade Ragnarök erlebt haben. Jetzt durfte keine Zeit verschwendet werden. Ich setzte eine kleine Treppe für den Aufgang zum neuen Nest. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses die ganze Zeit angeschlossen ist und die Ameisen sich dort niederlassen können. Ich beobachtete, wie sich einige Ameisen in alle Richtungen bewegten, aber nicht wirklich in die Richtung, die zum Nest führt. Es sollte aber wahrscheinlich auch eine kleine Weile dauern, bis sie die neue Situation erfassen. Schließlich haben sie gerade ihr Zuhause verloren und sind damit beschäftigt, sich zu reorganisieren. Und tatsächlich, als ich am nächsten Tag nachschaute, befanden sich die Ameisen in dem neuen Nest. Ich fand Soldatinnen, die noch voller Erde waren und ihren haarigen Körper putzten, als würden sie sich von den Strapazen der letzten Stunden freimachen wollen. Auch wenn die Umstellung krass war und die Umstände weiterhin mysteriös, es ist doch faszinierend, durch das neue Setup die Ameisen so nah wie noch nie beobachten zu können. Mir fiel auf, wie viele Soldatinnen vorhanden waren und es beunruhigte mich ehrlich gesagt etwas. Waren zu viele der regulären Ameisen gestorben und haben diese deswegen nicht mehr die Kolonie versorgen können? Sind deswegen nur noch so wenige Ameisen vorhanden? Es wäre eine mögliche Erklärung, die wir wohl aber nie abschließend klären können. Fakt ist allerdings, dass Kolonien so schon eingegangen sind und wir es nicht ausschließen können. Das muss auf jeden Fall weiter beobachtet werden. Umso glücklicher war ich über jede reguläre Arbeiterin. Diese waren auch bereits fleißig dabei, Sachen hin und her zu tragen. Und nach einem weiteren Tag sah das Nest auch schon wieder ganz anders aus. Allerdings nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es fällt auf, dass wir hier eine lebendige Kolonie drin haben, die eindeutig auf den Unterschied von rotem Licht zu regulärem Licht reagiert. Auch haben sie sich, wie erwartet, um den feuchteren Innenraum geschart. Allerdings befinden sich noch immer einige Ameisen im Becken, die bisher nicht ins Nest gefunden haben. Und dazu gehört auch eine weitere Königin. Richtig gehört, eine zweite Königin ist vorhanden. Bessere Chancen für die Kolonie. Sie muss jetzt nur noch ins sichere Nest. Dort hat sich allerdings auch etwas Besorgniserregendes angesammelt. Die Ameisen haben nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Toten ins Nest geschafft. Zwar abgelegen von der Hauptkolonie,
aber es ist dennoch besorgniserregend, wie viele es sind. Ich sah sie mir genau an und konnte keine Milben oder Ähnliches erkennen. Es musste wohl schlicht der Stress und der panische Umzug gewesen sein, welcher ihnen nicht bekommen ist, weswegen die Ameisen diese Verstorbenen allerdings ins Nest getragen und nicht draußen liegen lassen haben, entzieht sich mein Verständnis. Wir müssen das weiter beobachten. Da ich die ganze Zeit über keine Eier, Larven oder Puppen gesehen habe, war ich besorgt. Die sind nicht nur jetzt nicht vorhanden, sondern auch schon beim Auszug aus dem Nest waren keine zu finden. Entsprechend habe ich alles in die Wege geleitet, um den Ameisen alles zu bieten, was sie sich wünschen könnten, damit es ihnen so schnell wie möglich gut geht. Denn unbefruchtete Königinnen wären ein Aus für die Kolonie und keine Eier sind ein schlechtes Zeichen. Wenn man jetzt dem Schlauch ins Becken folgt, gelangt man direkt zu einer Auswahl an Neströhrchen. Ich habe das Nest ausgewählt, um die Ameisen gut beobachten zu können. Allerdings sind wir hier jetzt auf Alarmstufe Rot. Und es geht jetzt nur darum, dass die Ameisen überleben. Entsprechend habe ich alles aufgebaut, was sie haben wollen könnten. Dazu zählt ein doppeltes Setup von zwei Röhrchen, welches auch für den Ameisen inspiziert wird. Das größere ist gefüllt mit Bodengrund, in dem die Ameisen graben können, wie sie es möchten. Und das kleine ist einfach nur ein Reagenzglas mit Wassertank, falls das den Ameisen lieber ist. Ich fütterte die Ameisen und gab ihnen Zeit, sich auszubreiten, wie sie wollten. Vielleicht haben sich die Ameisen ja bereits in den neuen Neströhrchen niedergelassen. Ich habe ihnen bereits ein drittes weiteres Neströhrchen angeboten, in dem sie sich niederlassen können, falls ihnen der andere Bodengrund im Röhrchen nicht gefällt. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, mehr Auswahl, desto besser. Und ich habe mich gefragt, warum ich das nicht schon früher so gemacht habe. Ich muss wohl von Panik und Emotionen geblendet gewesen sein. Der Fehler geht leider wieder auf meine Kappe. Ich habe auch, wie man sieht, beide Reagenzgläser mit Springschwänzen versehen. Diese sollten bessere Chancen haben, sich in der feuchteren Umgebung zu vermehren und Schimmel vorzubeugen, insofern die Ameisen sie nicht fressen. Das wäre immerhin passives Futter. Naja. Und seht mal, was wir hier vorgefunden haben. Die Ameisen haben angefangen einzuziehen. Und auch wenn ich es gerade nicht schnell genug filmen konnte, habe ich dennoch ein kleines Eierpaket gesehen. Yay! Es ist also vielleicht doch noch nicht alles verloren. Es gab mir einen guten Endorphinschub, als ich sah, dass die Ameisen hier anfingen, sich einzurichten. Klar war es nicht das neue Nest, welches ich ihnen angeboten habe. Und ich werde sie wahrscheinlich weniger gut beobachten können. Zu diesem Zeitpunkt dürften sie sich allerdings alles aussuchen, was sie möchten, wenn sie dann immerhin überleben. Man konnte auch sehen, wie sich die Königinnen bereits in der hintersten und feuchtesten Kammer eingerichtet haben. Und es war wundervoll zu sehen, wie sich die Ameisen in dem Röhrchen bewegten. Das kleinere Wasserröhrchen ohne Bodengrund bekam keine Aufmerksamkeit. Aber ich ließ es trotzdem drin, um die Auswahl weiter bereitzustellen. Und diese wurde auch nochmals wichtig, denn ich sah, wie sie die Springschwänze in dem anderen Neströhrchen festsetzten und sich sichtlich wohlfühlten. Aber auch die Ameisen sich dort eingebuddelt hatten. Anscheinend war auch das alte Bodensubstrat gar nicht so schlecht. Oder roch es vielleicht einfach nur wie zu Hause? Und die Ameisen fühlten sich deswegen entsprechend wohl? Was auch immer es war, die Ameisen haben wieder das Nest gewechselt. Man konnte sie beobachten, wie sie weiter ihre Kammern bauten und sich einrichteten. Gut, dass ich das zweite Röhrchen mit Bodengrund angeboten habe. Sonst hätten die Ameisen jetzt vielleicht in einem Nest gehaust, welches sie für suboptimal hielten. Es verging etwas Zeit und ich ließ die Ameisen sich erholen. Schließlich sollten sie jetzt alles haben, was sie brauchen. Mehrere Nestmöglichkeiten, Wasser, Feuchtigkeit, Zucker und Proteine. Auch den Boden habe ich nochmal mit griffigerem Sand fest ausgekleidet, damit die Ameisen gut laufen können. Aber bei einer Routinekontrolle fiel mir etwas auf. Kann es sein? Oh nein. Oh nein, oh nein. Es ist, glaube ich, genau das, was ich denke. Erkennt ihr auch, was es ist? Das hier ist das Schlimmste, was einer Kolonie passieren kann. Dies ist der Körper einer Königin ohne Kopf und Beine. Irgendwas muss dazu geführt haben, dass die Königin von der Kolonie verstoßen
und so zugerichtet wurde. Dies ist fürchterlich und es endet nicht da. Guck mal, was ich hier vor kurzem ertrunken in einem Tropfen Zuckerwasser gefunden habe. Die zweite Königin. Das hier war es. Das hier war das, bevor ich mich die ganze Zeit gefürchtet habe. Das hier war der letzte Stoß gegen das Überleben der Kolonie. Nicht nur eine unserer zwei Königinnen ist gestorben, sondern beide. Somit hatte die Kolonie keine einzige Königin mehr und war dem Untergang geweiht. Ein fataler Schlag. Diese Kolonie, welche nun seit über einem Jahr unsere Begleiterin war, neigte sich nun dem Ende zu. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte es einfach nicht fassen. Dieses Auf und Ab an Hoffnung und Verzweiflung, an Hoffnung und Verzweiflung war zu viel. Noch während ich anfing, die Anlage abzubauen, fragte mich alle Fragen: Was ist, wenn ich die Röhrchen früher eingesetzt hätte? Was ist, wenn ich die Ameisen nie ausgegraben hätte? Und was hat die Ameisen überhaupt so in ihrer Zahl schrumpfen lassen? Es sind Fragen, die man mit sich rumträgt und akzeptieren muss, darauf keine Antworten zu bekommen. Und dort, wo ein Leben aufhört, fängt ein anderes an. Darf ich euch vorstellen? Faidole Megacephala. Großkopfameise. Versuch 2. Wie es der Zufall wollte, wurde gerade, als unsere Königin verstorben sind, eine kleine Kolonie zum Verkauf angeboten. Ich glaube nicht an Zeichen. Zugeschlagen habe ich aber trotzdem. Und seht ihr, wie fleißig und lebendig die Ameisen sind? Es sind auch bei weitem mehr Arbeiterinnen als Soldatinnen vorhanden und es wirkt allgemein wie ein gesundes Verhältnis und eine gesunde Kolonie. Und seht ihr, was ich sehe? Brut. Da sind einzelne Eier, die hin und her getragen werden. Ein Anblick, der mein Herz erwärmt. Kaum gab ich die Ameisen in das alte Becken unserer Faidole Megacephala, stürmten die Ameisen auch schon heraus und erkundeten die Gegend. Seht mal, wie neugierig sie sind. So sieht eine gesunde Kolonie aus und ich kann kaum erwarten, wie sie sich entwickeln werden. Es wurden immer mehr und es war der richtige Zeitpunkt, die Ameisen mit einem Willkommensgeschenk zu begrüßen. Keine 2 Sekunden dauerte es, bis die Ameisen das Futter entdeckten und sie daran machten, es zu verschlingen. Also gab ich direkt ein zweites Stück in das Becken und freute mich darüber, wie sich die Ameisen auf das Futter stürzten. Eine Ameise versuchte sogar, das ganze Stück zu ziehen. Das schaffte sie auch, aber das mit der richtigen Richtung ist noch etwas, was wohl zur Debatte steht. Nichtsdestotrotz war die ganze Kolonie auf dem Bein und es bereitete sich ein warmes Gefühl in meiner Brust aus, als ich sah, wie sich die Ameisen koordinierten und ihr Futter für sich in Anspruch nahmen. Sie führten im Geiste weiter, was unsere alte Kolonie nicht mehr konnte. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Stücke ins Nest getragen wurden, wo sie schon bald einer neuen Generation von Ameisen Kraft verleihen werden. Auch die kleinen Beinchen werden nicht verschmäht und ich gab entsprechend nochmal ein paar weitere Stücke ins Becken. Heute sollen sich die Ameisen so richtig satt fressen. Ich deckte die Ameisen ab, ließ sie weiter fressen und war gespannt, was kommt. Diese Kolonie kann hunderttausende Arbeiterinnen erreichen. Und wenn etwas passiert, dann erfahrt ihr es zuerst. Los geht die Reise. An dieser Stelle möchte ich speziell den eingeblendeten Kanalmitgliedern danken. Diese Videos sind sehr aufwendig in der Produktion und euer Support hilft dabei, immer bessere Videos möglich zu machen. Diese Schabe hier ist von euch finanziert. Und alle, die den Kanal ebenso unterstützen möchten, können dies tun, indem ihr unter diesem Video auf Mitglied werden klickt oder auf den Link zu Patreon klickt. Dort könnt ihr mich ebenso unterstützen. Hier seht ihr jetzt noch 2 weitere Videos von mir und vergesst nicht, für den Algorithmus auf Gefällt mir zu drücken. Wir sehen uns im nächsten Video.